Hallo zu einem neuen Video. In Microsoft Excel gibt es viele nützliche Funktionen, die dabei helfen, Daten effizienter zu organisieren und zu analysieren. Einer dieser grundlegenden, aber dennoch äußerst hilfreichen Funktionen ist das Verschieben von Spalten und Zeilen. In diesem Video sehen wir uns gemeinsam an, wie du in Microsoft Excel Spalten und Zeilen mühelos verschieben kannst, um deine Arbeitsblätter übersichtlicher und aussagekräftiger zu gestalten. Ich habe uns dazu ein Beispiel mitgebracht, und zwar sehen wir hier eine einfache Tabelle vor uns, und zwar besteht diese aus einer Spalte Produkt, Kunde und dann die Quartale 1 bis 4 und das Ergebnis. Nun möchte ich, wie gesagt, eine Spalte verschieben. Beispielsweise die Produktspalte möchte ich zwischen dem Kunden und dem Quartal, sprich zwischen C und D, verschieben. Wie kann ich das durchführen? Und zwar, indem ich STRG-Leertaste die entsprechende Spalte mal selektiere und nun mit dem Mauszeiger auf den äußersten Bereich navigiere und wir sehen, dass sich nun das Fadenkreuz in ein anderes Symbol umwandelt. Und genau wenn ich dieses sehe, klicke ich mit der Maustaste auf diesen Bereich und schiebe mit angehaltener Maustaste entsprechend die Spalte zwischen den Kunden und dem Quartal hinein. Wie du siehst, kannst du hier beliebig diese Spalte in mehrere verschiedene Bereiche verschieben. Analog funktioniert es auch mit den Zeilen. Angenommen, ich möchte diese Zeile um weitere nach unten schieben, so ist es auch hier der Fall, dass ich mich mit dem Mauszeiger am unteren Rand orientiere und dort entsprechend diese nicht ersetzen möchte, sondern ein weiterer Anlauf diese hinein verschieben möchte, zum Beispiel auf diesen Bereich. Eine direkte Verschiebung bei den Zeilen kann ich auch dadurch erreichen, indem ich einfach Zellen einfüge und diese dann entsprechend hier mit ersetzen einfüge. Wie du siehst, gibt es hier nun mehrere Möglichkeiten, wie du Spalten und Zeilen verschieben kannst. Und an dieser Stelle bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann, und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.